Hallo, hier wieder Felix. Heute zum Thema die korrekte Ersatzteile raussuchen und warum wir hier Probleme hatten, richtige Ersatzteile rauszusuchen. Wie ist der Fehler aufgefallen? Wir hatten einen Mercedes CLK 11. Baureihe in der Werkstatt und wollten dort eine Achsvermessung machen. Da haben wir gesehen, dass eine Feder eingebaut relativ gerade ist und die andere macht so eine Art Bauch oder eine Biegung. Und haben gesagt, okay, rechts und links kann da was nicht passen. Und dann haben wir die Federn ausgebaut und verglichen. Jetzt haben wir hier im Endeffekt die eingebaute. Wir gehen davon aus, dass es die Original ist. Und haben hier eine Windung, die war im Endeffekt gerade eingebaut. Obwohl die eigentlich von der Windung her haben wir hier höhere Windungszahl, die war aber gerade eingebaut. Und die war auf der anderen Seite, auf der rechten Seite eingebaut und die war schräg. Obwohl eigentlich komisch, weil im Endeffekt von der Windungszahl her hätte man gesagt, die müsste höhere Vorspannung haben, aber natürlich ist auch der Durchmesser von der Feder entscheidend. So, dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das Fahrzeug gleichstellen. Wir bestellen uns über die Fahrgestellnummer, haben wir uns die Teilnummer von der Feder rausgesucht und haben die Feder bestellt. Haben wir gemacht und siehe da, was ist gekommen? Diese Feder wieder. Das heißt auch mit der geringeren Windungszahl. Also ist ja wirklich minimal bloß, aber ist geringer. Jetzt haben wir gesagt, okay, entweder ist das falsch vernummert oder war was Falsches eingebaut. Jetzt haben wir gesagt, okay, für uns ist die hier, da die gerade drin war, die Feder, die ausschlaggebende Feder. Wir schauen nach den technischen Maße und bestellen uns über die technische Maße dann die richtige Feder. Das hat schlussendlich auch geklappt. Die Federn sind jetzt gerade eingebaut und haben die Achsenmessung durchführen können. Also nochmal zusammengefasst, wir hatten das Problem, dass wir, obwohl wir über Originalteilnummer bestellt haben, eine Feder bekommen haben und nicht fürs Fahrzeug gepasst hat. Entweder war die falsch vernummert, die Dokumentation war falsch vom Programm, auf jeden Fall war hier irgendwas, wo nicht gepasst hat. So haben wir eigentlich ja zum Glück nochmal kontrolliert und den Fehler finden können und hat diesmal nicht über die Teilnummer bestellt, sondern über die technische Maße. Wollten wir euch nur mitteilen, dass man einfach, obwohl das Programm eigentlich wirklich sehr zuverlässig ist, ich schaffe mit dem Programm seit 5 Jahren, habe bis jetzt drei Abweichungen gehabt, wo ich feststellen konnte, okay, die Dokumentation passt nicht zum Fahrzeug. Hier war es einer von den drei Fällen. Wenn es halt vom Hersteller falsch dokumentiert ist, kann natürlich das Programm auch nichts dafür. Aber von dem her immer nochmal gegenchecken zum Säen. Natürlich Aufwand, aber spätestens wenn die Feder schief sitzt oder schräg sitzt, weiß man das. Bis bald, euer Felix. Ja.